Ja, Mahlzeit. Nicht gut. Nicht gut. Gehen wir hier hin. In die Ecke. Fall um, fall um, fall um, fall um, fall um. Ich weiß, du lebst noch. Da ist der nächste. Und ich treffe ihn sogar von hier. Boah. Claire, du bist aber eine gute Schützin. Na gut, es ist nur ein Tisch dazwischen, aber... ich glaube, dass sie normalerweise nicht viel mit einer Knarre durch die Gegend läuft. Ja, sie ist ja keine Beamtin. Ja. So. Ich lasse den erstmal da so liegen. Dich muss ich in jedem Fall töten. Treffe ich dich überhaupt? Ich hoffe. Ich sehe gerade so viel, das ist das Problem. Du lebst doch noch, oder? Ja, natürlich lebst du noch. So, mach Sitz, Pfiffi. Haben wir jetzt erstmal alles hier? Ja, kann ich jetzt hier reingehen, ohne überfallen zu werden? Das ist gut. Da sind Patronen. Das wird sich lohnen. So, mal gucken, ob auch bei Claire hinterm Schreibtisch ein Kraut versteckt ist. Das wäre supi. Ja, haben wir. Die können wir gut gebrauchen. Vielleicht noch eins. Was? Noch eins? Tatsächlich. Geil. Das war jetzt eigentlich eher Hoffnung. Oder ein Wunsch. So, und ich glaube, dass der Code 2236 war. Ah, er steht sogar noch hier auf dem Block. Ist ja geil. 2236. Passt. Oh, nochmal Säurepatronen. Ah, sehr gut. 12 Stück schon. Und ein Zettel. Polizeirevierkarte. Ah, okay, die nehmen wir mit. Ja, der Vollständigkeit halber zeige ich euch nochmal eben die Karte für diejenigen, die gesagt, wie gesagt, hier das zum ersten Mal jetzt sehen. Das ist das Polizeirevier, das Untergeschoss und die oberen Bereiche. Ah, da haben wir auch schon die Karte, okay. Das zweite Level und der dritte Stockwerk. Nee. Also wir müssen noch einiges erkunden. So, ich will mich nochmal eben ein bisschen hier umgucken. Die sind auf jeden Fall alle dood. Den lassen wir da liegen, da will ich... Ach, da geht gar nicht erst lang. Da ist auch nichts. Ich will keine schlafenden Hunde wecken, sozusagen. Und auch keine schlafenden Zombies. Nochmal eben hier ins Regal gucken, ob da vielleicht was ist. Okay, wir gehen einfach mal ganz heimlich raus, oder? Ach, du bist auch tot. Das ist ja gut. Dann hier noch was vielleicht? Da an dem Kühlschrank? Nö. Okay, dann verlassen wir dieses Gebiet erstmal, ne? Ja, haben wir alles abgeklappert. Dann gehen wir jetzt entweder gegenüber rein oder wir nehmen uns die oberen Bereiche vor. Was machen wir denn jetzt mal, Leute? Ihr könnt auch da lang gucken, fällt mir gerade ein. Das, was wir machen können, können wir hier schon mal erledigen. Viel ist da, glaube ich, nicht. Aber wir gucken uns schon mal ein, zwei Räume an, wenn es denn möglich ist. Flure hören sich still an. Die hören sich still an. Auch nicht schlecht. Okay, ist ein bisschen was eingestürzt, aber nichts Gravierendes. Wenn wir hier reingucken. Die ist verschlossen. Da ist ein Karo eingraviert. War das bei Leon auch? Ich weiß es gerade nicht. Da, oh, ein rotes Kraut. Das nehme ich doch gerne. Das kombinieren wir auch gleich mit einem anderen. Und das packen wir dann gleich in die Truhe. Also auf jeden Fall werden wir mit Claire bis jetzt nicht so zugespammt mit Energie wie bei Leon. Ich weiß auch, dass die Endbosse sich hier häufen werden. Das wird schwieriger. Und wir müssen auch definitiv mehr abknallen. Nee, kommen die schon mal auf. Nee, ich wollte gerade die Patronen wechseln, aber lassen wir das. Bleib du mal da oben in der Decke. Wow. Geiler Schuss. Erledigt? Wow, zwei Schuss. Haben gut gesessen, die Schüsse. Und Patronen! Jawoll! Sieht ja ganz gut aus. Also Muni kriegen wir ganz gut im Moment. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf dem Regal ist nichts Besonderes zu sehen. Da gegenüber... Oh, da ist was, was wir unbedingt brauchen. Ein Zauberspiegel. Den meinte ich nicht. Aber das nennt man doch normalerweise nicht Zauberspiegel, oder? Naja. Also sie meint halt... Ein Fenster, das von der einen Seite halt ein Fenster ist und von der anderen Seite ein Spiegel. Wie es halt im Polizeirevier in Verhörungsräumen üblich ist. Aber das nennt man doch nicht Zauberspiegel. Zauberspiegel würde ich eher das nennen, was
die Hexe. Quatsch, die Hexe, die. Hexe nicht. Wie heißt sie denn? Oh, ich komme nicht auf den Namen. Hier spiegelt ein an der Wand. In dem Märchen Schneewittchen. Wer ist denn das, die da reinspricht? Ist ja nicht die Hexe, oder? Ist das die Hexe? Nee. Die Stiefmutter? Nee. Wie war denn das noch? Die böse. War das die Hexe? Oh Mann, das ist gerade peinlich. Ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Jedenfalls, das würde ich eher im Zauberspiegel nennen. Die Königin, ne? Die Königin! Gottes Willen, die Königin war es. So. Die hat gerufen. Spieglein an der Wand. Sag mir, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja. Die Königin war es. Ist aber egal. Ich denke, wir bleiben jetzt auf dem unteren Level erstmal und gehen da hinten lang und gucken, wie weit wir kommen. Und dann gehen wir erst oben lang. Aber schön im Hinterkopf behalten, wir können da oben jetzt auch lang. So. Dann haben wir hier wieder eine Truhe, können was abladen. Oh, hier sind Zombies drin. Interessant. Oh, eine Patrone nachgeladen, geil. So, Helmut. Dann fall mal um. Du bist bestimmt nicht der Einzige hier drin, oder? Yeah. Ja, leg dich wieder hin. So. Dann. Die auf jeden Fall hier rein, die Kräutermischung. Und vielleicht auch erstmal die Patronen hier. Oder behalte ich die lieber? Ich weiß es nicht. Das ist aber... der Inventarplatz halt, ne? Ach ja. Ach, guck mal, der Code ist 2236. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Kann ich dich von hier aus treffen? Und du siehst mich nicht? Nee, komisch, ne? Jetzt sieht er mich. Ah, die Animation ist schon cool hier, finde ich. Wie die Schüsse da eintreffen in den Körper und so. Und dieses Blut da rausspritzt. Ich finde das richtig geil gemacht für PlayStation 1 Verhältnisse. Da spricht auch überhaupt nichts gegen, dass man das so macht. Weil das in den neueren Spielen ja auch um einiges brutaler und so aussieht. Ach, noch einer! Edwin ist auch da! Ah, volles Haus hier, du. Da wir jetzt ja den Dietrich haben, brauchen wir keine kleinen Schlüssel, sondern können einfach jetzt die Schubladen öffnen. Tada, tada. Ein Erste-Hilfe-Spray. Da sage ich natürlich nicht nein, aber das packen wir jetzt erstmal schön hier rein. Mit Leon haben wir nicht ein einziges Erste-Hilfe-Spray benutzt. Ich hoffe, dass wir das bei Claire auch hinkriegen, auch wenn es natürlich schwieriger wird in ihrem Szenario, weil sie halt viel mehr Kämpfe durchzustehen hat. Das ist tatsächlich so. Aber wir haben auch den Granatwerfer. Der ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Kein Licker, der am Fenster langläuft. Es ist zu dunkel, um da draußen etwas zu sehen. Gut, gehen wir erstmal weiter. Macht ja nichts. So. Licker oder nicht Licker? Ich höre noch nichts. Ah, hier können wir auch den Rollladen wieder verschließen. Ja, der Auf-Zuschalter, genau. Mit dir. Sein Kopf fehlt. Er scheint abgedreht worden zu sein. Bleh. Wer macht denn sowas? Spick. Und? Animation? Nö. Erklär nicht. Aber wir haben den Licker ja auch schon kennengelernt. Von daher wäre es ja auch Quatsch, ihn jetzt nochmal mit einem kleinen Filmchen nochmal vorzustellen. Wer hat ja bereits das Vergnügen? Aber wir können hier überall lang, wie es scheint. Das ist gut. Okay. Dann kommen wir jetzt gleich in den Besprechungsraum. Oh, alter Schwede. Da kommen wir doch schnell dran vorbei, oder? Ja. Darauf war ich eben nicht mehr gefasst. Aber schöner Effekt. Na, gut. Auch hier ist mit Claire nichts los. Leere Cola-Dosen und Abfall, sonst nichts. Ja. Jo. Einsatzbericht. Okay, den hatten wir, glaube ich, bei
Leon. Ich wollte gerade Chris sagen. Bei Leon auch schon gefunden. Den dürft ihr euch natürlich gerne durchlesen. Wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann eben nicht. Eine Menge Text. Ein Bericht von David Ford. Geht immer noch weiter. Und wieder ein Bericht von David Ford. Und noch ein Zusatzbericht. Meine Güte, 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 Güte. Lecker. Ja, da steht lecker. Lecker klingt aber cooler als lecker. Weil lecker sind nicht lecker. Ha, ha. Na gut, ich habe noch keinen gegessen. Sieht aus wie eine Einsatzkarte. Achso, das Problem ist ja, dass wir natürlich jetzt kein Feuerzeug haben. Das heißt, wir kriegen den roten Edelstein gar nicht, ne? Den... Tja, dann müssen wir also irgendwo noch ein Feuerzeug finden. Kick an. Wo war denn das noch? Wenn ich hier reingucke. Ja. Ein Kamin, darüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an der... an das Höllenfeuer. Wir brauchen ein Feuerzeug. Und hier liegt hoffentlich Patronus. Ja. Das ist gut. Die brauchen wir auch gleich. Ein paar Zombies kommen gleich noch. So. Natürlich sollten wir für die Zombies in erster Linie die, die Pistolenpatronen benutzen. Und nicht mit dem Granatenwerfer draufballern. Bloß wenn da so zwei, drei Stück sind, dann ist es halt immer ganz nett, die mal eben schnell auszuschalten. Das ist gerade zum Beispiel eine richtig blöde Situation. Da muss ich mal eben Schuss hier verwenden. Und am besten mal eben erstmal... So. Und dich machen wir dann mit der Pistole kalt. Wehe, da kommt jetzt einer um die Ecke geschlichen. Das wäre jetzt doof. Also hinter mir. Komm. Na, nun leg dich hin. Tot. Tot. Können wir noch einen Benachbarn hier. Ne, joa. So. Nur noch eine vernünftige, also eine normale Granate, so, und dann kommen schon die Säurepatronen. Möchte ich mir eigentlich ganz gerne für die richtigen Kämpfe aufschonen. Mal sehen. Wie sieht's jetzt hier aus? Gar nichts! Hier ist nicht ein Zombie? Geile Sache. Ha! Oh, geil. Kräuter noch wieder mitnehmen. Und dann können wir uns ja gleich umkleiden. Super. Dann können wir auch mit Claire noch einen... ein neues Outfit bekommen. Und ich glaube, ich werde jetzt mal eine Dreierkräutermischung machen hier. So. Wir haben so viele grüne Kräuter. Das werden wir auch in der Truhe deponieren. Für den Fall der Fälle. Gelle? Ach, diese schöne Speicherraummusik. Okay. Rein damit, ne? Also. Das kommt damit hin. Den Rest behalten wir erstmal. Hier sollten noch Patronen drin sein, hoffe ich mal. Jawoll. Ah, sehr schön. So, und dann versuchen wir mal in den Schrank zu kommen. Ich hoffe, dass das hier möglich ist. Das wäre so geil. Verschlossen. Hier brauchen sie einen ganz besonderen Schlüssel. Och, nö. Tja, wo hätte ich den denn finden sollen? Ah, ich habe eine Idee. Ist der vielleicht draußen? Ist Brad draußen am Rumlaufen? Vom Polizeirevier? Das müssen wir natürlich noch ausprobieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Ha! Vielleicht ist er vor dem Polizeirevier. Das machen wir gleich, wenn wir wieder in der Haupthalle sind. Vielleicht müssen wir tatsächlich noch Brad abknallen. Und ich habe ja nichts eingesammelt auf dem Weg zum Polizeirevier. Also von daher, daran kann es nicht scheitern. Das wäre jetzt gemein, wenn sie mir jetzt wieder strikt rausdrehen wollen. Aber ich habe nichts eingesammelt, bis auf den Schlüssel halt. Den musste ich ja einsammeln, sonst wäre ich ja nicht reingekommen. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Dann gucken wir hier noch ein bisschen weiter. Und auf jeden Fall werden wir dann mal nachschauen, wie das aussieht mit dem Schlüssel. Ich möchte natürlich auch ganz gerne euch ein Outfit zeigen, das wir mit Claire anwählen können. Das wäre schon schön. Dann gehen wir erstmal hier unten lang, wenn es denn möglich ist. Sonst müssen wir natürlich oben lang, wenn der Schlüssel nicht passt. Ja, wir haben gar keinen Schlüssel. Oh. Gut, also oben lang. Und wenn wir jetzt hier auch nicht weiterkommen, dann haben wir ein Problem. Dann muss ich wieder ganz zurücklatschen und dann doch diese eine Tür von der Haupthalle ausnehmen, die oben lang führt. Sind hier Zombies? Hier sieht nicht so aus. Nö, ist ja cool. Dürfen wir hier wieder Schieberätsel machen? Ja, dürfen wir. Okay, das kennen wir ja schon.
Und diesmal weiß ich auch, dass die linke nach rechts muss und die rechte nach links. Das habe ich mir gemerkt. Der Alex ist manchmal ganz schön schlau. Aber er kann nicht schieben. So. Das sieht doch gut aus. Das Rätsel werden wir auf jeden Fall in diesem Part noch machen. Und dann ist wahrscheinlich schon wieder dieser Part rum. Aber wir kommen auch bei Claire gut voran, finde ich. Und es ist auf jeden Fall eine Abwechslung da. Vor allem, wir werden noch einige Cutscenes erleben, die wir mit Leon nicht hatten. Und wir werden auch noch neue Leute kennenlernen. Also zumindest zwei Charaktere lernen wir kennen, die wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Eine davon hatte ich auch schon mal angedeutet. Und eine haben wir auch in der Endsequenz bei Leon gesehen. Falls ihr euch gefragt habt, wer war denn die eine Person da? Ne? Also, die lernen wir auch kennen. Wobei ich die nicht besonders toll finde. Aber sie hat eine Hauptrolle bekommen in Resident Evil 6. Wen es interessiert. Aber okay. So. Jetzt wollen wir uns den noch schnappen. Achso, ich muss mich da vorstellen, natürlich. Haben den ersten Edelstein. Yay. Und dann gehen wir jetzt hier oben durch die Tür weiter und gucken, ob wir in die Räume hinein.